Ich habe eine Ausbildung gemacht im Elektrohandwerk, dann mein Abitur nachgemacht und dann habe ich gesagt, ich will mich engagieren in der einen Welt. Das war damals so die 90er Jahre, auch mit dem Kosovo-Sarajevo-Konflikt und habe halt gemerkt, ich will ein Zeichen setzen, dass Schwarz und Weiß keinen Unterschied macht, dass innen drin alle rotes Blut haben. Und aus dieser Motivation heraus bin ich nach Kenia gegangen, für 2 Jahre nach Ostafrika. Und zwar da in die Mission, das war katholischer Orden und ich habe da halt dann wirklich in der Pampa auf 2500 Meter Höhe, haben wir immer angenehme 25 Grad Celsius gehabt, bei den Masais gearbeitet. Und wir hatten tagtäglich 3 Stunden Strom von unserem Dieselgenerator, mit dem wir unser Wasser gepumpt haben für die Wasserversorgung. Also da war wirklich absolute Basics, auf fast nichts, Stille, nette Menschen, auch Konflikte. Und an der einen Stelle, wo wir mit unseren Pickups, übrigens von Toyota und nicht von Land Rover, weil die Toyota, die waren immer viel besser, die Land Cruiser. Also als wir mit unseren Pickups das Diesel rangekarrt haben für unsere Generatoren, habe ich mir gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. Wir holen da über 3 Stunden Buckelpiste die Dieselfässer ran, damit wir Strom machen und uns scheint die Sonne aufs Haupt. Und ich habe halt damals als Elektriker eben Solaranlagen installiert, die dann kombiniert mit dem Dieselgenerator. Und wir hatten 1,5 Jahre keinen Regen, Dürre. Und da habe ich halt zum ersten Mal gemerkt, verdammt, das ist echt ernst mit diesem Klimawandel. Also zum ersten Mal ins Bewusstsein ist mir gekommen, wirklich da in der Berufsschule, wo der Religionslehrer dann sagt in Straubing, Leute, liebe Jugend, Schöpfungserhaltung, das ist total wichtig, wir fahren sonst den Planeten vor die Erde. Und ich war halt damals voll engagiert in der Landjugend und als Kirchenmusiker. Und dann eben 3 Jahre später stehe ich in Kenia am Äquator und erfahre das Ganze hautnah, wenn mal 1,5 Jahre kein Regen fällt und die Felder nicht mehr braun sind, sondern grau werden und nichts mehr wächst und die Flüsse aufhören zu fließen. Also das muss man sich mal vorstellen. Und dann das Leid der Bevölkerung zu spüren, wenn du merkst, deine Nachbarn packen ihr Hab und Gut und sagen, wir ziehen jetzt weiter, weil hier nichts mehr wächst. Wir suchen uns irgendwo anders eine Bleibe, aus der Not heraus, weil keiner verlässt seine Heimat gern. Gut, man muss dazu sagen, Masais sind grundsätzlich Nomaden und waren das gewohnt zu wandern. Aber mich hat das einfach schockiert, wenn wir dann unsere Buckelpiste wieder zum Dieselfässer holen gefahren sind mit dem Land Cruiser und ich dann am Straßenrand die verendeten Tiere gesehen habe. Die Kühe, die es nicht mehr geschafft haben, weil sie verdurstet sind, die Tierkadaver. Das hat mich so geschockt, dass ich gesagt habe, zeitgleich haben wir hier die Sonne aufs Haupt, warum holen wir die Dieselfässer noch ran? Die Lösungen sind doch da. Und an dem Moment habe ich gemerkt, okay, es ist 1998, ich investiere meine Lebenszeit, größtenteils meine Arbeitszeit in den Klimaschutz. Uns geht's gut, wir wachen durch Covid-19 auf. Zu dem, was ich immer gesagt habe, dass wir über die Atmosphäre mit allen Menschen verbunden sind, über die Luft. Nach kurzer Zeit verteilt sich unser CO2 global und richtet dann globale Schäden an. Und über die Luft sind wir permanent verbunden. Das merken wir über den Virus, dass mit jedem Einatmen und Ausatmen ich auch ziemlich viele Partikel von anderen Menschen aufnehme. Und der Atem ist das, was uns alle miteinander verbindet. Und die Atmosphäre, die wir haben, sollten wir nicht als Mülltonne benutzen, wo wir halt ständig CO2 reinschmeißen, was das Klima erwärmt und uns dann unseren Lebensraum zerstört. Und wie gesagt, in Kenia am Äquator spürt man es einfach viel, viel früher. Und die Menschen setzen sich dann in Bewegung. Und von daher, es hängt alles mit allem zusammen. Ich kann jetzt nicht sagen, in Deutschland, das interessiert mich nicht. Wir haben bloß 2% der Emissionen global. Dann sage ich immer, ja gut, aber wir sind 1% der Weltbevölkerung. Das heißt, wir haben doppelt so viel, wie wir dürften. Und über die lange Zeit gesehen, sind wir auf Platz 3 oder 4 der Länder mit den meisten Emissionen global.
Und wenn wir jetzt wieder an meine alte Wirkungsstätte nach Kenia runtergehen und den Menschen erklären, ihr müsst jetzt mal aber ein bisschen weniger machen, weil das Klima ist gefährdet, dann sagen die, erstens habt ihr das hauptsächlich verursacht, zweitens sind wir die Leidtragenden und drittens, bitte verräumt euer Zeug verdammt nochmal selbst auf, bevor ihr mit dem Finger auf uns zeigt. Und von daher stehen wir da absolut in der Verantwortung, dass wir hier unseren Beitrag leisten, weil halt auch unsere Technologie weltweit eingesetzt wird. Und es macht einen Unterschied, ob das ein Elektroauto ist oder ein Verbrennungsmotor. Kann man wieder beim Treibhausgas anfangen, also beim Klimahaus oder beim Wachstreibhausgas. Also was heißt das? Im Endeffekt kommt halt die Sonne rein über die Atmosphäre, die wird teilweise gefiltert und gestreut. Die kurzen Wellen werden ins Blaue gestreut, deswegen ist der Himmel blau. Wenn die Sonne einen langen Weg macht, am Morgen und am Abend, dann haben wir viele Partikel drin, viel Staub. Das streut eher ins Rötliche. Jetzt wissen wir, warum dass der Sonnenuntergang rot ist und der Himmel blau ist. Und die Strahlen landen dann bei uns auf der auf der Erdoberfläche und werden dann halt entweder absorbiert, reflektiert oder halt auch wieder transmittiert teilweise. Und in der Nacht gibt dann, oder auch tagsüber, gibt halt dann der Planet diese Strahlung wieder ab an die Atmosphäre, aber in einem anderen Wellenbereich. Heißt also eher so, wie unser Körper strahlt, weil die Sonne ist ja wesentlich heißer mit fast 6000 Grad Celsius als unsere Körper mit 38 Grad Celsius. Und die Erde ist halt auch ein Körper, die dann halt bei 15 Grad Celsius abstrahlt. Und jetzt ist es aber so, dass dieses CO2 und die anderen Klimagase halt das Fenster zumachen, wo diese Strahlung rausgeht. Das heißt, die Strahlen von der Sonne kommen rein, sind, weil sie heißer sind, auf einem anderen Wellenbereich. Und die Erde möchte sich entspannen und auch die Strahlung wieder aussenden, kann sie aber nicht, weil das Fenster zu ist. Also da spricht man von atmosphärischen Fenstern, die geschlossen werden, weil das CO2-Molekül in der Luft ist und das genau halt so eine Wellenlänge hat, wo es diese Erdstrahlung blockiert. Und dann kann man sich ausrechnen, wenn was reingeht und nichts mehr rausgeht, dann wird es da drin immer wärmer. Meine Tochter hat gerade in der ersten Klasse ein kleines Terrarium gebaut. Plastikkiste von Ikea, Erde rein, ein paar Samen, es wächst alles schön. Wenn sie den Deckel rauf tut und die ganze Zeit drauf lässt, stirbt das Ganze drin auch ab. CO2 ist ein natürliches Treibhausgas, das hat es schon immer gegeben und das zykliert halt auch. Ne? Die Pflanzen binden es über die Photosynthese, also die nehmen das Sonnenlicht und spalten dann Wasser auf aus der Erde und aus der Luft und sind dann beim Wasserstoff und beim Sauerstoff. Den Sauerstoff schenken sie uns zum Atmen, den Wasserstoff verarbeiten sie weiter mit dem CO2-Molekül aus der Luft und dann haben wir quasi gespeicherte Biomasse. Das ist das, was wir essen, was wir unseren Tieren füttern. So, und wir stoßen es dann auch wieder aus. Wir machen den umgekehrten Prozess. Wir sind sozusagen der Verbrennungsmotor. Wir atmen die Luft ein, nehmen die Nahrung zu uns, die das gespeicherte CO2 hat, und atmen dann das CO2 wieder aus. So weit, so gut. Dieser Kreislauf ist uralt und er ist ausgeglichen, auch über die Ozeane und über die Biomasse, die es gibt, und die Tiere und die Menschen. Auch beim Verrottungsprozess, also das ist alles im Kreislauf. Das Einzige, was das wesentlich ändert, ist, dass halt so uralte Biomasse, was die Natur gebildet hat, auch mal im Laufe der Jahrmillionen von Jahren unter Gesteinsschichten kam oder zuerst Torf ist, dann Braunkohle, dann Steinkohle oder halt einfach noch aus der Dinosaurierzeit alte Biomasse, die dann eben zu Öl und Gas gebunden wurde. Und jetzt verbrennen wir halt in einem Jahr von diesen fossilen Energieträgern so viel, wie die Natur in 3 Millionen Jahren aus der Atmosphäre rausgezogen hat. Das heißt, es ist so, wie wenn jemand zuckerkrank ist und ich gebe ihm jetzt meine ganz große Zuckerspritze, dann wirft es den, ja? Weil der das einfach nicht gewohnt ist, diese Dosis. Und die Natur wird sich wieder einregeln, aber wir wissen halt einfach aus der Erdgeschichte heraus, und zwar ganz knallharte Klimaphysik seit über 120 Jahren. Klar,
dass wenn wir die Menge von CO2 in der Atmosphäre verdoppeln, dass dann halt auch die mittlere Erdtemperatur um 3 bis 4 Grad Celsius ansteigt. Und da denkt man sich jetzt, ist doch nicht so viel, aber das ist der Mittelwert. Das heißt dann, dass es in Sibirien mal 25 Grad hat, wie es derzeit ist, und dann halt bei uns zu mehr Wetterextremen führt und insgesamt das System einfach extremer wird. Die Leidtragenden sind dann wieder die Bewohner dieses Planeten in Form von Tieren, Pflanzen und Menschen. Also das hat sehr wohl eine Auswirkung, dass wir jetzt in kürzester Zeit verdammt viel Kohlenstoff verbrennen und dieser als CO2 wieder in der Atmosphäre landet und uns dann die Hölle heiß macht. Also dieses Verbrennen macht die Erde, diesen wunderschönen paradiesischen Planeten, zur Hölle. Und das ist nicht gut, weil wir diesen Planeten eigentlich lieben und schätzen und ehren sollten, weil er halt unsere Heimat ist und er uns auch ernährt. Wie begegnet man solchen Menschen? Zunächst mal versucht man sie in ihrer Lebenszeit daran zu erinnern, was war in meiner Jugend, was war in meiner Kindheit, wie waren da die Winter? Wie habe ich die letzten 4 Jahre erlebt, die zu den wärmsten zählen, wenn nicht die wärmsten sind, in Europa und weltweit? Kann ich mir das anders erklären als wie über den Klimawandel? Und es ist absolut menschlich und verständlich, dass eine Aufgabe, die so groß erscheint und wir sie kaum bewältigen können, dass wir ohnmächtig davor werden und natürlich nach einem Ausweg suchen, nach einer einfachen Antwort. Das sehen wir nicht nur beim Klima, sondern auch bei Corona. Da war es ja auch so, dass die Leute gesagt haben, es hat mich selber noch nie betroffen, ich kenne keinen, der daran gestorben ist. Das ist also weit weg und deswegen ist es eine Illusion. Und die gleiche Gefahr haben wir halt auch beim Klima. Was soll ich als Einzelner da ausrichten? Das kann ja gar nicht sein. Und wenn ich was mache, das hat doch keine Auswirkung. Ja. Also beim Klima kommt nochmal dieser psychologische Faktor des Zeitverzugs dazu, dass wenn wir jetzt was machen, dass dann halt die Kinder- und Enkelgeneration davon profitiert und im Idealfall alles so bleibt und die Erde bewohnbar bleibt. Und das ist das Gleiche wie bei Corona. There is no glory in prevention. Das heißt also, es gibt keine Lorbeeren für Vorsichtsmaßnahmen. Weil wenn wir das so durchziehen und sagen alle, ja warum denn der ganze Tohuwabohu? Aber wenn wir es halt nicht machen, dann laufen wir in die Katastrophe. Und das ist halt dann einfach brutal. Es sind meistens auch ältere Menschen, die sowieso schon halb mit dem Leben abgeschlossen haben und einfach sagen, nach mir die Sintflut. Sind oft, sehe ich überall, sei es jetzt bei Windkraftgegnern, Trassengegnern, Stromtrassengegnern oder bei Klimawandelleugnern, dass es Menschen sind, die männlich sind, über 60 sind, meistens einen technischen Hinterberuf haben oder Lehrer sind und die halt dann einfach sehr viel Zeit da reinstecken, ihr altes Weltbild aufrechtzuerhalten. Die sich einfach weigern, Veränderung anzunehmen. Und gerade in diesen Kreisen von Eike und so finden sich sehr viele alte Atom- und Kohleingenieure. Das fängt schon hier an der Hochschule an. Wir haben Elektrotechniker, die sind super komfortabel mit Ström, Spannungen, Leistungen und all dem, was damit zu tun hat, aber kennen sich jetzt wenig aus mit Mechanik. Die Maschinenbauer machen oft einen Riesenabstand zu alles, was mit Elektrizität und Strom zu tun hat. Ihre Welt ist Drücke, Temperaturen, Kräfte und alles, was man daraus baut, also Kraftwerke und Verbrennungsmotoren. Und so ist die ganze Entwicklergeneration jetzt groß geworden. Und wenn wir jetzt zu den allen sagen, die seit Jahrzehnten Verbrennungsmotoren bauen und Kohlekraftwerke bauen, ihr werdet da nicht mehr gebraucht, die Zukunft ist elektrisch und Strom, dann überkommt die natürlich auch ein Gefühl von Totalverlust. Meine ganze Lebensaufgabe, die ich gewidmet habe, was hat die dann noch für einen Sinn? Und dann argumentiert man das über Arbeitsplätze und irgendwann sagt man halt, stellt das Ganze in Frage. Das kann ja gar nicht sein. Und Zweifeln gehört natürlich zur Wissenschaft. Aber wenn halt das Gros der Wissenschaft eindeutig sagt, es ist so, und wenn es auch kein peer-reviewedes Papier mehr gibt, also ein wissenschaftlich zertifiziertes und begutachtete Veröffentlichung, die es bestätigt, dass ein Zweiter drüber gelesen hat oder ein Dritter, der sagt, genau so stimmt's, das sind deine physikalischen Grundannahmen, das ist die Auswertung und das ist das Ergebnis.
Dann bewegen wir uns einfach in Bereichen, die wir zu Verschwörungstheorien rechnen müssen und die wir zu Verschwörungstheorien rechnen müssen und die sind einfach sehr zugänglich, ist logisch. Also ich kenne das aus dem eigenen Bereich, wenn einfach jemand kommt und sagt, das sind jetzt die Chemtrails und 5G zerstört alles, man sucht doch immer einen Sündenbock. Und genauso ist es halt beim Klima auch. Und indem, dass man es halt bezweifelt, macht man es salonfähig. Und das war nachweislich auch aus der Öl- und Gasindustrie. Die wissen das seit den 50er, 60er Jahren, was das Verbrennen ihrer Produkte macht mit der Erdatmosphäre. Aber es zählte halt immer der kurzfristige Profit. Und aus diesem kurzfristigen Profit hat man dann sehr viel Geld in die Hand genommen, um Zweifel zu streuen. Das ist immer ein beliebter Trick. Die Wissenschaft ist sich noch nicht einig. Wir können noch keine klaren Schlussfolgerungen machen. Und die Geo- und Klimasystemmodelle, das sind mit die am meist komplexesten Modelle, die wir haben. Von daher ist es logisch, dass sie halt auch nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit ausgeben. Und von daher, wenn man eine Restwahrscheinlichkeit von 1-2% hat, dass es vielleicht doch anders sein möge, dann stützen sich die Klimaskeptiker drauf und sagen, schaut's her, man weiß es nicht 100%. Aber für mich ist es verantwortungslos, gegenüber den kommenden Generationen auf was zu wetten, was mit nur einer Wahrscheinlichkeit von 2% einsetzt. Das ist wie russisches Roulette. Ich habe eine Kanonenkugel mit 12 Patronen, 11 Patronen sind drin. Ich drehe die Kugel, halte sie an der Hand und drücke ab und sage, es wird schon die eine leere Patrone drin sein. Das ist verantwortungslos. Ganz wichtig ist immer zu unterscheiden, ist es Wetter oder ist es Klima. Klimatische Veränderungen können wir eigentlich nur beurteilen über einen Zeitraum von 10, 20, 30 Jahren. Dann sagen wir wirklich, ist es Klimawandel. Wetter ist heute und morgen. Klima ist über Jahrzehnte. Und von daher eben die Erinnerung an die eigene Kindheit, wie hat sich das entwickelt, wie habe ich das beobachtet und wahrgenommen, ist es immer wärmer geworden, sind die Winter immer kürzer geworden, haben die Blumen immer früher zu blühen begonnen. War die Ernte immer später, haben wir immer mehr Wetterextreme gehabt. Wenn ich das alles mit Ja beantworten kann, dann weiß ich, es ist der Klimawandel und nicht das Wetter. Und gerade in Unterfranken sehen wir aus den Modellrechnungen heraus auch, dass Unterfranken austrocknen wird, dass es da wirkliche Dürren geben wird und dass sie halt dann auch eine deutlich höhere Sterblichkeit haben, gerade in den Großstädten, weil sie halt dann viele tropische Nächte haben. Also Nächte, wo die Temperatur nicht unter 20 Grad Celsius absinkt und gerade viele alte Menschen kommen damit überhaupt nicht zurecht. Die sterben dann weg wie die Fliegen. Meines Erachtens noch viel, viel mehr wie bei Corona, weil deren Herz-Kreislauf-System das einfach nicht mitmacht. Also das kann man jetzt schon berechnen und sehen. Und jetzt wäre es an der Politik, darauf zu hören, was die Wissenschaft sagt, ähnlich wie bei Corona. Und es hat immer geheißen, wir können nicht so dramatisch in das Leben der Menschen eingreifen. Aber Corona hat jetzt gezeigt, dass das sehr wohl geht. Dass man das natürlich nicht auf einen langen Zeitraum machen kann, aber dass Veränderung möglich ist. Die Anpassungsmaßnahmen, die wir im Klimaschutz machen hätten müssen, sind ein Witz dagegen, was wir jetzt bei Corona global gemacht haben. Also von daher der Appell ganz klar an die Politik, wenn ihr seht, dass die Katastrophe auf uns zukommt, wo viele alte und junge Menschen wegsterben, auch in Bayern, auch in Deutschland, dann handelt jetzt entsprechend und schützt die Menschenleben. Weil es war ja bei Corona zum ersten Mal deutlich zu sehen, dass uns das Menschenleben mehr wert ist als die Wirtschaft. Und das Gerangel geht ja jetzt gerade schon wieder los. Aber das muss uns bewusst sein, dass die Natur eine hundertprozentige Tochterfirma der Umwelt ist. Die Umwelt steht überall drüber. Ohne Umwelt kann ich nicht wirtschaften. Ohne Land kann ich nicht wirtschaften. Landwirtschaft. Und ohne Ressourcen kann ich auch nicht wirtschaften. Und wenn ich keinen Lebensraum mehr habe, dann gibt es auch keine Wirtschaft mehr. Die Phänomene werden einfach um den Äquator wesentlich extremer. Und wir haben halt in Deutschland mal mit dem Sturm zu kämpfen, mit der starken Unwetter, einer Überflutung. Die Kanalsysteme sind nicht darauf ausgerichtet oder halt wirklich, wenn halt diese tropischen Nächte sind oder halt mal Ernteausfälle. Man hat es dann letztes Jahr oder 2018 auch ganz stark gemerkt, dass dann halt der Pegel des Rheins so niedrig war, dass die Schiffbarkeit nicht mehr gegeben war. Dann konnten auch BASF und andere nicht mehr in gewohntem Maße produzieren. Also dieses Höher, Weiter, Schneller kommt einfach massiv an seine Grenzen. Und Corona ist jetzt so ein bisschen wie eine Warn-App. Leute, wenn ihr so weitermacht mit dem Höher, Schneller, Weiter, dann fahrt ihr das ganze System völlig vor die Wand.
wollte gerade sagen, also es scheint für die Deutschen, glaube ich, noch ziemlich weit weg. Es ist einfach weit weg. Also der Deutsche hat es eigentlich nur dadurch gespürt, dass die Flüchtlinge bei uns angekommen sind. Weil halt in Syrien gab es auch eine extreme Hitzeperiode und eine Dürre, die dann dazu geführt hat, dass halt viel Landbevölkerung in die Städte gezogen ist. Und dann kamen die politischen Konflikte dazu und halt auch der Konflikt, dass der Iran eine Gaspipeline bauen will über Syrien und hin und her. Also auch wieder Energiekonflikte. Und das hat sich überlagert halt dann in diesen Bürgerkrieg, in diesen Konflikt. Und das ist ja weltweit zu sehen. Also wir haben jetzt schon wesentlich mehr Klimaflüchtlinge als Kriegsflüchtlinge global. Und dass die natürlich dann nicht an den Grenzen Halt machen, ist halt wie mit der Luft. Wir sind verbunden mit allem. Und da können wir noch so hohe Mauern bauen. Das wird uns nichts helfen, weil einfach, wenn sich mal Millionen von Menschen in Bewegung gesetzt haben, dann wird das nicht zu stoppen sein. Und da gibt es eine schöne Karikatur von Gerhard Mester. Der hat halt den deutschen Michel in seinem Sessel gezeichnet. Im Hintergrund die Kohlekraftwerke. Die Kohlekraftwerke machen schön das CO2 raus. Es verteilt sich dann global und dann kommt von der anderen Seite Klimawandel, Dürre, Hitze, Fluten, Überschwemmung, die Flüchtlingsströme und die Frauen mit den Kopftüchern nach Deutschland. Und dann wacht der deutsche Michel auf, was ist denn jetzt los? Aber das ist einfach nur das Ergebnis, dass die Erde keine Scheibe ist, sondern eine Kugel. Bei den Klimaskeptikern hat man oft den Eindruck, dass sie einfach in der Zeit vor Leonardo da Vinci stehen. Man wirft ein Weltbild über den Haufen, was damals existierte. Ja, genau, da Vinci hat halt damals das Fernrohr von den Holländern geschnappt und hat ins Weltall geschaut und dann gesehen, ah, da gibt es Monde um den Saturn oder den Jupiter. Also dreht sich doch nicht alles um die Erde. Und hat halt dann dieses Weltbild in Frage gestellt. Und schon war er ausgestoßen. Und deswegen sage ich zu den Klimaskeptikern auch immer, naja, in eurem Weltbild ist das ja auch kein Problem, wenn jetzt alle Gletscher schmelzen, weil die Erde ist ja eine Scheibe und das Wasser rinnt dann auf der Seite einfach wieder runter. Naja, die Stürme und Flutkatastrophen werden auch in Deutschland zunehmen. Das heißt also, von Norden her werden die Fluten zunehmen. Dann werden wir halt auch die Gletscherschmelze überall beobachten, das Ausbleiben von Wintern, die Zunahme an Strombedarf im Sommer durch Kühlung, Kühlbedarf und ja, einfach die Wetterextreme. Also die Jetstreams, das können Sie sich gerne vom Klimawissenschaftler erklären lassen, im Endeffekt halt die höheren Winde fehlen jetzt und jetzt haben wir relativ stabile Wetterphasen über längere Zeiträume, also das Wetter wird nicht mehr homogener verteilt, sondern dann ist es halt auf der einen Seite gibt es eine knackige Dürre und auf der anderen Seite gibt es Regen, Niederschlag ohne Ende. So ist Venedig abgesoffen im Januar. So ist jetzt Australien ausgebrannt. Australien hatte 2,8 Grad Celsius über dem Durchschnitt. Also die haben eine 3 Grad Celsius Welt erlebt mit einer Milliarde toten Tieren und was weiß ich, wie viel Menschenleben auch. Und im Gegensatz dazu hat sich dann halt wieder das Wettergleichgewicht gebildet in Ostafrika mit extrem viel Niederschlag. Dadurch hat halt dort eine Heuschreckenpopulation sich ausbreiten können, die dann über ganz Ostafrika gezogen ist, mittlerweile in Iran und Indien und in Russland gelandet ist. Und wenn wir jetzt da weltweit Ernteausfälle haben, dann wird es halt auch wieder knapp mit den Lebensmitteln. Das merken wir dann auch wieder in Deutschland, zwar nur an den Preisen, aber wir merken es. Ich bin Christ und das Prinzip ist immer Hoffnung, nicht Angst. Verkriecht euch nicht in den Löchern, sondern seid optimistisch und zuversichtlich, weil wir haben alle Technologien, die wir brauchen, um die Kurve zu bekommen, um die Welt in einen klimaneutralen Zustand zu überführen und diesen Lebensraum zu erhalten, ohne dass man ins Weltall muss. Das ist alles da. Wir haben genügend Potenziale erneuerbarer Energien mit den geringsten Kosten weltweit. Es ist also wirtschaftlich, die Speichertechnologien sind alle da. Es wäre absolut nachhaltig, das umzusetzen. Wir müssen es nur tun. Aus Ingenieurssicht kann ich sagen, ich habe so ein dickes Buch geschrieben über Energiespeicher. Das ist alles kein Problem. Die Stromnetze bleiben stabil, die Autos fahren weiter, die Häuser bleiben warm und die Industrie kann auch weiter produzieren. Also es gibt kein technisches Problem auf diesem Weg. Es ist sogar wirtschaftlich. Auf lange Sicht, wenn man über Generationen denkt, man muss jetzt investieren, damit man eine lebenswerte Zukunft hat, aber es ist wesentlich günstiger, als wir all das, was wir in der Erde noch finden an Öl und Kohle und Gas, verbrennen.
Die Energiewende ist der wichtigste Bestandteil im Klimaschutz, weil 90% der Emissionen, die den Klimawandel verursachen, aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas kommen in Deutschland. Und davon wegzukommen, ist die Energiewende. Das war, denke ich, in den 1980er Jahren. Da entstand der Begriff Energiewende. Damals halt auch unter dem Eindruck der Stationierung von atomaren Waffen und dem ganzen Thema Tschernobyl und Atomkraft. Da hat man Anfang der 80er zum ersten Mal den Begriff Energiewende formuliert. Einfach dann aus dem Umweltbewusstsein heraus, dass das Ganze schädlich ist. Seit derzeit diskutieren wir es. Es gab dann mal ein Stromeinspeisegesetz für kleine Wasserkraftanlagen Anfang der 90er. Es wurden dann auch die ganzen Oligopole und Monopole der Stromversorger wurden aufgelöst durch die EU-Kommission. Und seitdem ist mehr Leben drin. Anfang der 2000er Jahre hatten wir auch dann das Erneuerbare-Energien-Einspeisegesetz, um einfach halt die fehlende Wirtschaftlichkeit zu kompensieren, was keine direkte Subvention ist, so wie es beim Kohlepfennig der Fall war. Wir haben über Jahrzehnte auch fossile Energien subventioniert in Deutschland, indem dass wir einfach für den deutschen Bergbau, die deutschen Kohlekumpels von jeder Stromrechnung einen gewissen Betrag abgezwackt haben. Und die Förderung erneuerbarer Energien hat dann eigentlich Anfang der 2000er Jahre richtig losgelegt. Zunächst halt die Windenergie, die sehr stark ausgebaut wurde, dann die Photovoltaik. Bei der Photovoltaik haben wir mit die meiste Rechnung in Deutschland bezahlt, weil wir einfach die höchsten Fördersätze hatten und damit das meiste Kapital angezogen haben. Bei der Windenergie hat sich es eher global verteilt. Und so richtig zum Reden sind wir dann mit der Energiewende bei Fukushima gekommen. Ich habe damals auch im Bundesumweltministerium, für das Bundesumweltministerium mit dem DLR zusammen, Deutscher Luft- und Raumfahrtgesellschaft, Szenarien gerechnet, wie wir klimaneutral werden können bis ins Jahr 2050. Und das war im Jahr 2009, 2010, 2011. Und wir durften damals unter dem damaligen Umweltminister Norbert Röttgen diese Studien nicht veröffentlichen, weil man sich gerade mit der Atomwirtschaft auf eine Laufzeitverlängerung geeinigt hatte. Und da sollte nichts dagegen sprechen. Also die Atomlobby war einfach damals sehr, sehr stark. Dann kam Fukushima, das ist der Schwank der Kanzlerin, und dann hat der Begriff Energiewende eine neue Bedeutung bekommen oder mehr Schwung bekommen. Und viele verbinden den Begriff Energiewende mit Atomausstieg. Das ist aber bei weitem nicht alles. Weil zur Energiewende gehört halt auch, dass wir kein Öl und kein Gas mehr nutzen fürs Autofahren und fürs Heizen. Also diese ganzen anderen Bereiche noch mitgedacht. Nicht bloß der Kohleausstieg. Und auf einmal durften wir unsere Studie veröffentlichen. Und damals waren wir dann wieder hoch im Kurs, weil wir einfach den Weg gezeigt haben, wie es laufen kann. Und aus der Zeit stammt auch noch dieser 52-Gigawatt-Deckel, wo wir halt einfach in den Simulationen herausgekommen sind. Und dann hat es geheißen, im Jahr 2020 brauchen wir keine Förderung mehr, etc. Kurze Zeit drauf ist einfach der Windausbau massiv angeschoben worden in Deutschland. Die ganzen Regionalplaner haben das entsprechend aufgenommen. Auch in Bayern ist ein Horst Seehofer voran und hat gesagt, wir wollen noch mehr Windräder wie in Baden-Württemberg und sonst wo haben, weil einfach die Wahl in Baden-Württemberg kurz nach Fukushima an die Grüne Partei gegangen ist mit deren Ministerpräsidenten. Und davor hatte man halt dann Angst und hat sich das wirklich auf die Fahnen geschrieben und 1 Milliarde Forschungsgelder verteilt, dass Bayern dann klimaneutral werden möge. Wer ist der Verlierer in dem ganzen Spiel? Natürlich die Atomindustrie und die fossile Industrie. Und die haben halt gemerkt, dass sie auf dem politischen Bereich ganz oben verloren haben, dass sie das gegen den Willen der Bevölkerung das Rad nicht mehr zurückdrehen können, dass sie trotz doppelseitigen Großanzeigen im Spiegel, der FAZ, in der SZ keine Chance mehr haben. Also sind sie quasi in die Niederungen des Guerillakampfs gegangen und sind jetzt halt, haben halt die Windkraftgegner stark gemacht, argumentativ als auch finanziell. Und das hat mich immer gewundert, weil die verbreiten dann halt die Mythen, dass der Strom nicht speicherbar ist, dass ganz viele Vögel sterben und dass der Infraschall alle krank macht.
Die Stromspeicherung ist überhaupt kein Problem. Wir haben seit über 100 Jahren Batteriespeicher und Pumpspeicher. Wir haben riesige Gasspeicher, die mit entsprechenden Gaskraftwerken Strom zu jeder Tages- und Nachtzeit liefern können. Und wir können aus Strom auch Gas herstellen über das Power-to-Gas-Verfahren, was ich mitentwickelt habe. Also die Kopie der Photosynthese, das, was die Natur macht, nachbilden und aus Sonnenlicht oder Windenergie ein künstliches Erdgas oder ein Solargas und Windgas zu machen. Dann, dass sehr, sehr viele Vögel zu Fall kommen, ist auch eine Legende. Es sind durchschnittlich 1 bis 4 Vögel pro Windkraftanlagen, also so ungefähr bis zu maximal 100.000 Vögel pro Jahr. Wir haben aber in Deutschland 100 Millionen Vögel, die durch Fassaden und Fensterscheiben zu Fall kommen. Etwa die gleiche Zahl, 120 Millionen Vögel durch Autos und den Verkehr. Und wir essen halt auch 650 Millionen Vögel auf in Form von Hühnern und Puten. Also wenn ich der große Vogelfreund bin, dann sind die Ursachen des Vogelsterbens woanders. Natürlich muss man, es gibt mittlerweile auch kamerabasierte Systeme, die am Windrad dran hängen und dann merken, wenn ein Vogel anfliegt und dann dieses Windrad abschalten. Und da sehen wir einen Konflikt, dass der Artenschutz immer über den Klimaschutz gestellt wird. Und dass auch der Denkmalschutz, wenn Sie jetzt Photovoltaik machen möchten, über den Klimaschutz gestellt wird. Aber meine Rede ist, wenn wir keinen Klimaschutz machen, dann gibt es keine Arten mehr und dann gibt es keine Denkmäler mehr. Also der Klimaschutz muss mindestens gleichberechtigt sein. Und das letzte Argument des Lärms ist auch wissenschaftlich nicht haltbar, weil man einfach sehr gut den Lärm messen kann. Und der Infraschall ist in der Natur auch vorhanden, an der Meeresbrandung. Also wenn der Infraschall gesundheitsschädlich wäre, wenn der Infraschall gesundheitsschädlich wäre, dann hätten schon die Hälfte der Menschheit Krankheiten, weil halt ungefähr die Hälfte küstennah lebt. Und zudem, wenn ich im Auto sitze, ist der Infraschall höher als wir an einem Windrad mit 300 Meter Entfernung. Wenn ich eine Ölheizung oder eine Wärmepumpe im Keller habe, macht die auch mehr Infraschall als das Windrad. Das heißt also aus wissenschaftlicher Sicht ist das nicht zu halten. Es ist sehr viel Fake News. Und auch da gilt das Prinzip Angst. Ich kann den Menschen immer leichter Angst machen als Hoffnung. Das funktioniert politisch sehr gut. Es funktioniert aber auch in solchen Kreisen sehr gut, indem dass man einfach den Menschen Doktores schickt, die eigentlich keine sind, die denen dann halt die Resonanzfrequenz ihrer Knochen ausrechnen und das in Relation zur Windkraft setzen und dann halt Angst und Panik verbreiten. Das hat eher was von Heuchlertum zu tun, als wie mit seriöser Wissenschaft. Leider ist es so, dass die Menschen das auch dem Glauben schenken. Und so ist es halt, wenn ich an eine Sache glaube, dann manifestiert sie sich auch, weil ich die Energie drauf gebe. Das ist das Prinzip der Resonanz, das kennen wir auch aus der Elektrotechnik oder aus der Physik. Und wenn ich einfach diese Angst in mir trage, dann verstärkt sie sich und dann glaube ich dran und dann wird sie auch so. Und das geht aber mit allem. Wenn ich sage, das Vögelzwitschern macht mich krank und ich fokussiere mich drauf, dann macht es mich auch krank. Und von daher ist es sehr, sehr viel Arbeit, die Menschen da halt zu überzeugen, dass die Windkraft nicht krank macht, dass Photovoltaik nicht strahlt. Das ist Gleichstrom wie in einer Batterie und der hat kein elektromagnetisches Feld, wie jetzt beispielsweise ein Handy. Und von daher ist auch eine Photovoltaikanlage problemlos. Nur am Wechselrichter habe ich ein bisschen Wechselstrom. Aber auch der, wenn ich nicht direkt neben dem Wechselrichter schlafe, tut mir dir nichts. Da ist das Mobilfunkgerät schon wesentlich schadvoller, wenn man so will. Und da gibt es auch eine klare Empfehlung vom Bundesamt für Strahlenschutz, dass ich niemals mit dem Handy am Ohr telefonieren sollte, aufgrund der Strahlung, sondern immer mit Headset. Aber sowas ist bei der Photovoltaik nicht vorhanden. Auch nicht, dass sie spiegelt. Oder ich habe schon Menschen erlebt, die Windkraftanlagen aufgebauscht haben, dass die, wenn die im Wald stehen, dass dann die Bienen sterben, dass der Wald stirbt und alles übel von dieser Windkraftanlage kommt. Aber das ist, wie gesagt, ein psychologisches Problem, kein physikalisches. Wir haben in Deutschland genügend Potenzial, dass wir unseren eigenen Strom machen. Der Vorteil wäre, dass das Geld nicht mehr nach Saudi-Arabien oder Russland geht, sondern halt bei uns bleibt, regionale Wertschöpfung. Wir haben das bei Corona erlebt, wie schlimm es ist, wenn wir von allem vom Ausland abhängig sind.
Und die Stromversorgung ist wirklich das Essentiellste und systemkritischste, weil ohne Strom funktioniert auch kein Beatmungsgerät mehr und kein Krankenhaus mehr. Ohne Strom funktioniert meine Wasserpumpe nicht, funktioniert die Toilettenspülung nicht, funktioniert keine Tankstelle, funktioniert kein Kühlschrank und keine Lebensmittelversorgung und auch kein Licht. Das heißt, es wäre schon möglich, so zu leben wie ich in Kenia, aber die Menschen sind es einfach nicht mehr gewohnt. Und was sie lange nicht mehr geübt haben, da tun sie sich verdammt schwer damit. Und von daher wollen wir eigentlich auch nicht mehr dahin zurück. Das heißt also, Strom werden wir brauchen und warum den nicht bei uns selbst gewinnen? Und aus allen Quellen, die wir haben, ist es einfach so, dass Wind und Sonne das größte Potenzial haben auf den Dächern, auf den Feldern, zusammen mit der Windenergie bei gleichzeitig geringsten Kosten. Also Strom aus einer neuen Photovoltaikanlage und aus einer Windstromanlage kostet nur halb so viel, wie wenn ich jetzt Strom in einem neuen Gaskraftwerk, Kohlekraftwerk oder Atomkraftwerk mache. Das heißt auch wirtschaftlich, wenn wir den Wirtschaftsstandort halten möchten, dann muss ich auf Wind und Sonne setzen. Beim Flächenverbrauch schaut es so aus, dass ich halt, naja, das Vielfache davon braucht, das 30-, 40-fache, wenn ich das über Pflanzen anbaue. Weil die Sonne strahlt auf die Fläche ein, die Pflanzen wachsen, aber sie können nur 1% von den Sonnenstrahlen ernten. Eine moderne Photovoltaikanlage kann 20% ernten. Und von daher sind wir da schon mal beim Faktor 20. Und bei einer Windkraftanlage ist es noch besser. Da ist unten drunter noch die ganze Fläche frei für Ackerbau und Nahrungs- und Futtermittel. Und die Windkraftanlage erntet einfach nur den Wind. Und es ist wie mit vielem. Es ist eine Gewohnheitssache. Meine Kinder zählen jetzt die Windräder, wenn wir auf und ab fahren. Aber für die alten Menschen ist es natürlich ungewohnt. Man mag immer das, was man gewohnt ist. Im Ruhrgebiet haben sie nie ein Problem mit der Stromtrasse, weil es da überall Stromtrassen gibt. In Bayern schon, weil wir halt von einem Agrarstaat kommen und eigentlich nur Landwirtschaft gewohnt sind. Also es ist immer eine Frage, was ich halt gewohnt bin. Und der Flächenverbrauch ist da auch bei Wind und Sonne so gering, dass es auch Sinn macht, dass ich in die Fläche die Photovoltaik baue. Wir sollten zuallererst natürlich die Dächer voll machen und all die Parkplätze, die wir haben, wo einfach nur die Autos dahin brutzeln. Stellen Sie sich vor, die machen wir überall eine schöne Fläche mit Photovoltaik drüber, dann müssen Sie weniger Schnee kratzen und es ist nicht so heiß, wenn Sie ins Auto einsteigen und Ihr Auto kann sogar noch laden, wenn es dann eine Ladesäule gibt, mit frisch getanktem Solarstrom. Und ich fahre selber ein Elektroauto, Sie können sich gar nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist, wenn Sie wissen, goodbye Dinosauriersaft, ich fahre jetzt vorbei an der Tankstelle, ich habe meinen Strom zu Hause getankt. Wir tanken Sonnenstrahlen, so sagt es mein Sohn immer. Also dieses Argument, dass wir keinen Strom speichern können, ist wissenschaftlich nicht haltbar. Wie gesagt, es gibt die Pumpspeicher und die Batterien seit über 100 Jahren. Wir haben die Gasspeicher. Wir können überall auch mit Wasserstoff arbeiten. Energiewende ist technisch überhaupt kein Problem. Und von den Kosten her, also oder halt das noch, es macht natürlich Sinn, dass ich wie in der Landwirtschaft einfach mich nach dem Wetter richte und dann halt sehr viel Strom verbrauche, wenn gerade Sonne da ist oder der Wind weht. Dann ist es günstiger. Und wer das schafft, wird zukünftig auch der Fitteste sein, um quasi seine Industrie in das 22. Jahrhundert zu retten. Ja, das letzte Jahrhundert war geprägt von viel Krieg und Konflikten und Wachstum, Wachstum, Wachstum über alles. Und dieses Jahrhundert wird davon geprägt sein, wie kann ich mit begrenzten Ressourcen effizient umgehen, ohne dass die Menschheit sich selbst ausrottet. Und genau. Und dann noch genau die Kosten. Bei den Kosten ist immer die Frage, wie groß Sie den Bilanzraum ziehen. Es stimmt, dass früher aus der Photovoltaikanlage habe ich lange gebraucht, bis dass ich die Energie wieder rausbekommen habe. Aber mittlerweile sind wir bei den Anlagen so, dass innerhalb von 2 Jahren kommt die Energie wieder zurück, die ich eine Photovoltaikanlage reingesteckt habe bei der Produktion. Bei den Batterien ist es ähnlich. Da schauen wir auch, dass wir wegkommen vom Kobalt, was halt unter schlimmsten Bedingungen im Kongo abgebaut wird. Da gibt es Technologien dafür. Das Lithium ist auch üppig vorhanden. Es gibt sogar im Meer. Also wenn es entsprechend teuer ist, ziehen wir es einfach aus dem Meer. Auch die Verdunstung und alles, was damit zusammenhängt an Wasserverbrauch, das ist, also das, die Batterie von meinem Elektroauto hat so viel Wasser verbraucht wie eine Avocado in der Herstellung. Also da auch wieder, wenn wir Wasser sparen möchten, dann sollte ich vielleicht weniger Fleisch essen und weniger Avocados als Beispiel. Ja? Also immer in Relation betrachten. Und bei den Kosten ist es halt wirklich so,
wenn Sie eine neue Anlage bauen, kostet Wind- und Solarstrom auch in Deutschland nur die Hälfte von neuer Atomkohle- oder Gaskraft. Und wenn Sie dann das gesamte Bild sehen, ist es natürlich so, bei Wind und Sonne müssen Sie noch einen Speicher dazu rechnen, aber halt auch nicht 1:1, weil Sie einfach viel Wind und Sonne auch direkt verbrauchen können im Elektroauto oder in der Wärmepumpe. Also wir werden wesentlich mehr Strom brauchen. Aber wir sparen auf der anderen Seite sehr, sehr viel Kohle, Öl und Gas. Und bei Kohle, Öl und Gas müssen Sie die Folgekosten für die Natur draufrechnen über einen CO2-Preis und beim Atommüll für die Endlagerung dieses Atommülls. Das kostet auch eine Riesenstange Geld. Und haben wir noch keins gefunden? Von dem wir nach wie vor nichts gefunden haben. Das ist noch immer die Hoffnung, auch aus einigen Kreisen, dass wir die Atomkraft wieder verlängern werden, eine Laufzeitverlängerung haben und einfach die Atomkraftwerke länger laufen lassen. Aber die sind bereits in die Jahre gekommen, die müssen dann auch ersetzt werden und das macht heute keiner mehr. Und die Genehmigungen, es gibt keine Versicherung für Atomkraft. Die Versicherung zahlt die Allgemeinheit, das tun wir. Die Betreiber machen die Profite damit und wir zahlen halt dann das, was noch quasi an Folgekosten entsteht. Also über die Jahrzehnte aufgerechnet war die Atomenergie die teuerste Energieform, die wir je genutzt haben. Eine Riesendummheit im Nachhinein. Aber das weiß man halt nicht. Da kann man die Menschen auch nicht verurteilen, die das damals halt so gepusht haben. Aber heute ist klar, das ist mit die teuerste Energieform. Auch bei Kohle, Öl und Gas. Wenn wir da ehrlich rechnen und die ganzen Folgekosten drauf rechnen, wird man das nie mehr machen, sondern sich wirklich auf die erneuerbaren Energien fokussieren. Und wenn Sie da die Gesamtrechnung aufmachen, merken Sie, in einem Jahr verbrennt Deutschland Kohle, Öl und Gas im Wert von 1.000 Milliarden Euro. Und wenn das Geld, was jetzt halt in Länder geht, die nicht gerade unsere Menschen oder unsere Werte teilen, Saudi-Arabien, Russland etc., wenn das Geld bei uns reinvestiert werden würde und eingespart würde und in erneuerbare Energien, Netze, Speicher, Elektromobilität, Wasserstoff etc. gesteckt würde, dann ergäbe sich daraus eine volkswirtschaftliche Rendite von 4-7%, je nach Rechnung, über einen Zeitraum von 30, 40 Jahren. Das heißt also, man braucht wirklich langfristiges Denken und nicht kurzfristiges Denken an die nächste Wahl, an den nächsten Quartalsbericht. Und dieses langfristige Denken habe ich eigentlich nur in den Familien drin, Familienunternehmen etc. Und das müsste eigentlich so ähnlich wie beim Wald. Ich pflanze einen Baum an und weiß jetzt schon, dass ihn mein Enkel ernten wird. Und genauso müsste man halt auch beim Energiedenken. Und dann ist es wirtschaftlich überhaupt kein Thema. Sogar noch rentabel. Der Fokus auf Solar und Wind ist deshalb wichtig, weil die Wasserkraft bereits in ihren Potenzialen erschöpft ist. Die wäre eigentlich super toll, weil die einfach sehr gleichmäßig ist. Gut, da haben wir jetzt auch immer mehr Schwankungen durch den Klimawandel, aber die ist die älteste erneuerbare Energiequelle neben Holz und einfach eine tolle Stromquelle. Ja. Man hat hier aber auch immer wieder Konflikte mit den Fischereiverbänden, die halt den Fisch schützen möchten, aber zeitgleich Fischer sind und die selber rausangeln. Man hat aber auch sehr, also das ist der Grund, warum dass man die Wasserkraft nicht wesentlich mehr ausbauen kann, bis auf die Kleinwasserkraft. Da gibt es bei uns auch ein schönes Beispiel in Lappersdorf. Es gibt 4000 verbaute Flüsse, die so Wehre haben, wo das Wasser oben drüber fließt, ohne genutzt zu werden energetisch. Und die haben damals in den 70er Jahren ein Naturerholungsgebiet hingestellt und die Leute lieben das Plätschern des Wassers. Steht aber auch Baden verboten, weil sie halt durch den Sog auch immer wieder ertrinken. Und jetzt sollte man daneben eine kleine fischfreundliche Wasserturbine machen. Bürgerinitiative dagegen, weil wir dann das Plätschern des Wassers nicht mehr hören. Und der Gipfel der ganzen Sache, dieses Naherholungsgebiet ist neben der Autobahn A93. Also man hat da gar nicht so viel von dem Wassergeplätscher. Das sind so diese Anekdoten. Dann bei der Biomasse ist es einfach so, die Anbaubiomasse ist begrenzt von der Fläche. Da kommen wir dann einfach in Konkurrenz zu Nahrung und Futtermittel. Gibt es auch viele Lösungen, aber hat einfach nicht das Potenzial und ist zudem halt auch nochmal wesentlich teurer als Wind und Sonne. Dann haben wir noch Holz. Holz wäre super, gerade auch für, dann, dass man es verbaut, statt Beton und Ziegel. Dann ist das CO2 gespeichert. Man kann es aber auch fürs Heizen hernehmen. Ist auch günstiger wie Öl und Gas, aber halt die Geräte selber kosten mehr. Da haben wir noch den Konflikt eben zwischen Waldbesitzern und Jägern. Die Jäger möchten halt einfach immer ein Freigehege haben für ihre Tiere und der natürliche Feind wie Luchs oder Wolf fehlt. Also vermehren sich die Rehe massiv und es führt dazu, dass im Winter halt die Rehe auch die jungen Triebe der Bäume abfressen.
Und dadurch kann sich der Wald nicht mehr selbst verjüngen. Hätte aber den riesen Vorteil, also wenn sie den Rehbestand eindämmen, dass sie halt mehr kostenlosen Klimaschutz haben im Wald, sie haben besseren Bodenqualität, mehr Artenschutz und Diversität, weil sich das Wild auch mal verstecken kann. Sie haben mehr Hochwasserschutz, weil das Wasser nicht so schnell runterstürzt. Und sie haben auch weniger Personen- und Sachschäden, weil in meinem Heimatlandkreis Passau 45% der Straßenunfälle seit Jahren sind Wildunfälle, wo auch immer wieder mal Menschen sterben. Bloß weil eine gewisse Lobbygruppe ein Hobby pflegt. Und das ist da der Konflikt. Ja? Also da hätte man auch noch größeres Potenzial beim Wald. Ist aber halt in den Lobbyinteressen immer schwierig, das zu heben. Dann haben wir noch die Geothermie, also in die Erde bohren und Wärme rausziehen. Das ist toll für die Wärmeversorgung mit Wärmepumpen, aber sehr kostspielig für die Stromerzeugung, weil sie da 1500 Meter runter müssen, damit sie einigermaßen warmes Wasser haben, um das dann wieder in einem Kraftwerksprozess zuzuführen. Das macht mehr Sinn in Ländern wie Kenia oder Chile, wo sie 1-2 Meter runterbuddeln und dann sofort heiße Quellen haben. Ja. Auch bei der Wasserkraft gibt es noch Ausbaupotenziale weltweit. Aber summa summarum ist immer ein Punkt, den ich mache. Es ist keine Ökospinnerei, jetzt auf erneuerbare Energien umzusteigen, weil wir haben das über Jahrtausende der Menschheitsgeschichte so gemacht. Wir haben immer Holz genommen zum Kochen und Heizen. Wir haben die Sonne und den Wind genutzt zum Trocknen und zum Segeln, zum Fortbewegen. Wir haben auch die Biomasse genutzt als Pferdefutter für den Transport. So, und jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 Generationen fossil. Alles ausbuddeln, wenn wir bei uns nichts mehr finden, global ausbuddeln und alles verbrennen. Und langfristig müssen wir dann wieder auf Erneuerbare umsteigen, weil das Zeug irgendwann zu Ende ist und wir das B lieber im Untergrund lassen, weil es uns sonst die Erde aus den Angeln wirft. Im Worst Case wissenschaftlich dokumentiert ist, dass sich die Menschheit selbst ausrottet. Politik ist immer getrieben von seiner Wählerschaft oder die Politik ist immer getrieben von ihrer Wählerschaft und letztendlich auch von der Industrielobby. Jetzt merkt die Wählerschaft, dass es ungemütlich wird auf dem Planeten, wenn wir nichts was tun. Die Jugend merkt, dass sie ihre Zukunft verliert und aus diesem Grund geht sie auf die Straße und fordert zu Recht die Generationengerechtigkeit, weil sie sagt, mit welchem Recht hinterlasst ihr uns eine Erde, die nicht mehr bewohnbar ist? Mit keinem dieser Welt. Und das ist immer ganz, ganz gut, wenn man sich reindenkt halt in die ältere Generation. Ich frage die ältere Generation dann immer, denken Sie, dass es Ihre Großeltern, dass Sie es jetzt besser haben als Ihre Großeltern? Dann gehen die Hände immer hoch. Wir haben es besser gehabt als unsere Großeltern nach dem Krieg. Jetzt denken Sie sich mal an Ihre Enkelgeneration rein. Denken Sie, dass die Enkelgeneration besser haben wird, als Sie es momentan haben? Dann bleiben die Oma- und Opa-Hände meistens unten. Und dann muss man die Frage stellen, ist das gerecht? Wer findet das gerecht? Und genau das ist das Problem und der Punkt und die Lösung. Ja, genau das ist das Problem, aber auch die Lösung. Wenn wir es schaffen, generationenübergreifend zu denken, dann investieren wir anders. Dann setzen wir jede Maßnahme, jedes Handeln, was beschlossen wird im politischen Raum, begutachten wir danach, ob es dem Klimanotstand, den wir haben, entspricht und gerecht wird oder auch nicht. Weil all das, was ich jetzt mache mit den Millionen von Corona-Geldern, ist Geld, was geliehen ist von unseren Kindern. Und deswegen sollte es auch in dem Sinn ausgegeben werden. Auf gut Bayerisch, wer zahlt, schafft an. Also ich halte solche Phänomene wie Trump und Bolsonaro etc. für Übergangsphänomene. Da zeigt sich jetzt nochmal ein bisschen stark die Negativität, die in uns allen liegt. Aber letztendlich ist der Mensch doch ein Optimist und ein Zukunftshoffer und Zukunftsgläubiger, weil sonst würde er depressiv werden und sich selbst umbringen. Das ist aber nicht der Antrieb des Menschen. Der Antrieb des Menschen ist eher geprägt vom Licht, vom Hellen, vom Guten, von dem, was ihm Hoffnung gibt. Und von daher, glaube ich, ist es ein Übergangsphänomen. Das entsteht, wie gesagt, wieder aus der Angst. Und die Angst ist eigentlich das, was mir als Christ dann wieder klar ist, das ist nicht der Pol, in den ich mich begebe, weil die Botschaft ist, fürchtet euch nicht. Seid zuversichtlich, geht mit guten Ideen nach vorne. Und wir haben ja alles auf der Hand, was wir brauchen, um diese globale Krise zu lösen. Ja, jetzt hatten wir diese kleine Corona-Welle, jetzt müssen wir halt nur noch diese große Klimakrise lösen. Aber es geht, wenn alle wollen und wenn sich alle verbunden fühlen. Und das ist halt dann mein Appell auch immer am Ende meiner Vorträge, dass ich sage, ja,
Fangt bei euch selbst an, setzt euch ein für eine nachhaltige Lebens- und Wirtschaftsweise. Bei mir selber, es gibt den CO2-Rechner vom Umweltbundesamt, da sehe ich genau, wo ich was tun kann und wo nicht. Ich kann Ökostrom beziehen, ich kann mich nachhaltig fortbewegen, ich kann mich nachhaltig ernähren, kann nachhaltig mein Gebäude heizen und dann trage ich das weiter in die Familie und dann in das Dorf, in die Stadt und dann in die Politik und die Gesellschaft. Und dann haben wir es geschafft. Ja, ich wünsche mir, dass die Politik auf die Wissenschaft hört, so wie in der Corona-Krise auch in der Klimakrise. Und sie unsere Lösungsoptionen, die wir seit Jahrzehnten propagieren und auch haben, technisch machbare Lösungen, dass die Klimakrise technisch, wirtschaftlich und ökologisch zu lösen ist, über Energiewende und so weiter, auch umgesetzt wird und in jeder Entscheidung berücksichtigt wird. Ich wünsche mir von der Gesellschaft, dass sie versteht, dass wir in der Klimakrise genauso mit allen Menschen verbunden sind wie in der Corona-Krise über die Luft. Das, was wir in jedem Moment ein- und ausatmen und dass es was ausmacht, ob ich meinen Müll in Form von CO2 in die Atmosphäre werfe oder auch nicht. Weil die komplette Menschheit muss es ausbaden und ich habe da meinen Beitrag. Und wenn ich meinen Beitrag, wenn ich da einfach sauber bleibe im wahrsten Sinn des Wortes, dann ist es gut für alle und damit auch für mich.